Sie ist unser ständiger Begleiter. Leider. Sie flüstert in unser Ohr leise mit bedrohlich schwingender Stimme. Sie ist kalt wie Eis, wie ein elektrisches Summen, Brummen in jeder Faser unseres Körpers. Sie kriecht nachts unter unsere Bettdecke, schmiegt sich an, legt sich auf unsere Brust und nimmt uns die Luft zum Atmen. Sie erdrückt uns, engt uns ein und legt uns in unsichtbare Ketten aus Wahnsinn, Angst. Wir sitzen mitten in einer fast grenzenlosen Welt, angeleint durch diese unsichtbare Kraft, Macht, die uns hält. Sie stutzt uns unsere Flügel und hindert uns daran zu fliegen, abzuheben, über uns hinauszuwachsen oder aufzustehen, wenn wir am Boden liegen. Angst braucht keine Argumente. Angst braucht keine Begründung. Angst ist einfach zu finden oder zu kriegen. Und man muss nicht mal nach ihr suchen. Ihre Gesichter sind verschieden. Doch egal, welches wir sehen, sie unterscheiden sich niemals in ihren Motiven. Angst erzeugt Angst. Oder die Angst vor der Angst. Sie raubt den Verstand. Sie macht einen krank und man versinkt in ihr wie in Sand. Mein Herz schlägt schneller in der Geschwindigkeit eines Techno-Tracks, im pumpenden Rhythmus und Hämmern einer Industrieschmiede. Jeder Schlag versetzt meinen Körper in ein Beben, welches die Grundfesten meines Lebens erschüttert. Wir alle wünschen uns eine Basis. Einen Kern, etwas Wahres, was klar ist, ummantelt mit Kevlar, Kugel und Bomben sicher, unzerstörbar und jeder Erschütterung standhalten. Wir glauben anfangs sogar, dass wir so etwas besitzen, bis wir zum ersten Mal die Bekanntschaft mit der Angst machen. Dunkelheit hat diese Macht über Menschen. Nicht sehen zu können, wohin man geht oder was vor, neben, unter oder über einem ist. Blind zu sein. Das löst Ängste aus. Im Dunkeln tappen, tasten, die Schritte nicht sehen, die wir machen, heißt, seine Zukunft nicht sehen, keine Sicherheit zu haben, alles schwer zu verkraften. Wir wissen, dass unsere Zukunft im Dunkeln liegt, versuchen sie zu durchbrechen. Wir versuchen zu planen, uns zu warnen, in die Zukunft zu sehen und unsere Chancen abzuschätzen. Und wir versuchen, den Tod zu vermeiden, weil wir nicht damit leben können, dass unser Leben, unser Struggle, unsere Nöte, unsere Ängste, unsere Zweifel und unsere Risiken keinen höheren Sinn gehabt haben sollen. Letztendlich geht es um Kontrolle. Wir alle versuchen, unserem Leben so viel Kontrolle zu geben, wie es nur möglich ist. Wir sind es gewohnt, vorausschauend zu planen und zu denken. Wir wissen, wo wir von Montag bis Freitag sind und meistens sogar, wo wir den Samstag und den Sonntag verbringen. Wir tragen uns mit Markern unseren Jahresurlaub in den Kalender ein, buchen die Flüge zum Frühbucherrabatt und terminieren die Inspektion unseres Autos. Kaum sind unsere Kinder geboren, schließen wir einen Bausparvertrag ab und richten ein Sparbuch ein. Wir wollen sicher sein, alles richtig gemacht zu haben, weil wir Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Angst vor Fehlern. Die Angst davor, Fehler zu machen, hemmt uns, lähmt uns, sie macht uns träge, trifft wie Schläge, macht uns feige und beschämt uns. Wenn Fehler fehlen, fehlen die Erfahrungen. Ohne Erfahrungen kann man nicht wachsen. Wir haben Angst vor Stillstand, Stagnation, Angst, etwas zu verpassen. FOMO. Stehen zu bleiben wäre ein persönlicher Misserfolg. Wir vermissen Erfolg, wenn wir ihn nicht haben. Und deshalb haben wir Angst davor, erfolglos zu sein. Angst hat aber auch ihre guten Seiten.
Sie hindert uns daran abzustürzen und blind in unser Verderben zu laufen. Zumindest meistens. Sie ist ein Beschützer, ein Wachhund, der anschlägt, beginnt zu fauchen, wenn sich Dinge unserer Kontrolle entziehen oder Dinge an unsere Tür klopfen, die wir nicht einschätzen können. Angst ist nicht gleich Feigheit. Sie ist Vorsicht, die Sicht nach vorn, vorausschauend und skeptisch abschätzend. Letztlich abwechselnd mit ihrem Gegenspieler. Durch sie finden wir Übermütigen und in übermütigen Phasen die Waage in unserem Leben wieder.